zum ersten Mal dabei im Paarlauf-Wettbewerb. Ekaterina Gordejeva und Sergei Grinko, 14 Jahre alt sie, er 18 und auf Anhieb bei den Europameisterschaften der zweite Platz. Über dieses Paar ist viel geredet, viel diskutiert worden. Von Schleudertrauma war die Rede, von der Rückkehr zum Wegwerfpaar. Aber wenn man die kleine Ekaterina sieht, mit wie viel Ausstrahlung sie läuft, dann weiß ich nicht, ob man sich dieser Meinung unbedingt anschließen muss, soll. Sie ist 35 Kilogramm schwer, das alles hat man nachgefragt. Aber erinnern wir uns, Tina Riegel war bei ihrem ersten internationalen Auftreten, glaube ich, auch nicht größer, nicht viel schwerer. 38 Kilo habe ich in Erinnerung. Und wenn ein Paar in diesem Wettbewerb Ausstrahlung hatte, wenn jemand Ausstrahlung hatte, dann war es vor allem die kleine Ekaterina Gordejeva. Beifall der 5.500 Zuschauer, auch beim Publikum hier in den Brennspielhallen, kommt dieses sowjetische Paar an, die kleine Ekaterina Gordejeva. Für mich ist ganz erstaunlich, dass eine 14-Jährige schon so viel Ausstrahlung besitzt, so viel Musikalität.